Hallo zusammen von Womo Adventure. Ja, es geht in diesem Video wieder mal um etwas Technisches, und zwar für alle, die einen Knorr-Federspeicher haben, also die Bremse hinten ist das, die Feststellbremse, wo ja immer wieder mal der Gummi kaputt geht. Das ist ja beim Iveco, gibt es denselben Gummi, glaube ich, eben für 35 Euro. Und bei Mercedes kostet der, glaube ich, irgendwo gegen 50 hin. Extrem teuer für ein Stück Gummi, das dann nur 2 Jahre Maximum hält. Deswegen habe ich mir da eine Lösung zurechtgelegt und habe da einfach eine andere Manschette genommen, und zwar aus einer Lenkung, eine Lenkmanschette von einem VW, irgendein VW. Habt ihr einfach so irgendwo rausgesucht, ja. Und jetzt gleich 4 Stück bestellt, falls ich da ein paar opfern muss. Aber es ging gleich von Anhieb super gut. Man braucht da nur wenig Bearbeitung, und dann kann man diese Lösung super hin montieren. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie ich das gelöst habe, damit man das Federspeicher-Gummi-Problem für alle Zeiten eliminiert hat. Okay, viel Spaß beim Schauen. Also, ich habe einfach so eine Manschette genommen, und dann habe ich hier auf dieser Seite einfach den äußeren Ring abgeschnitten. Nur den äußeren Ring, mehr nicht. Und dann kann man das ganze Teil da links um das Ding einfahren, das hält dann auch, jetzt ist sie angezogen, und da kann man sie dann einfach so positionieren. Wer will, kann noch mehr abschneiden, ist egal. Ich habe jetzt das einfach über die Stange gemacht, und da kann man dann auch ja, den Weg super einstellen, ohne dass es unter Spannung ist, wenn sie gelöst ist oder angezogen ist. Ich blende noch ein paar Fotos ein. Diese Lösung, 2 Euro. Und vermutlich hält die viel länger. So sieht das Ganze aus, wenn es die Bremse gelöst ist. Und ja, es hat keine Spannung drauf, es hat auch mehr so Rippen, also die Bewegung ist da ein bisschen besser wie beim kleinen. Ich denke, die wird ein paar Jahre halten, und sonst 2 Euro, das ist ja nichts, und eigentlich einfach zu montieren. Ja, noch was wichtig ist einfach, dass es hier keine Spannung hat. Das kann man hier einstellen, indem dass man vor oder zurück geht, und dass es hier einfach ja, nicht so rüberreißt, damit er hier nicht aushängt, aber er ist da schön drin. Und das Ganze noch mit Silikon eingespritzt, ich kann ihn auch drehen. Und da, ihr seht, er ist da in der Nut drin, und da bleibt er auch drin, wenn man nur den Rand abschneidet und nicht mehr. Ihr könnt natürlich auch ein paar Rippen weniger machen, damit er kleiner ist, aber ich wüsste nicht wieso, ich lasse es so, weil so hat er am meisten Bewegungsfreiheit, und wenn er dann zusammenzieht, ist er auch nicht unter Druck. Also so kann ich es lassen, so wird er auch drin bleiben, und ja, eine super preiswerte Lösung. Ja, das ist sicher eine gute Lösung. Ich bin sehr zufrieden. Es sieht auch gut aus. Ich werde es jetzt natürlich beobachten, aber ich denke, da ist mit keinerlei Problemen zu rechnen. Auch nicht, dass sie da aushängt, da das ja auch von Hand bewegt werden kann. Und es bleibt da, wo es bleiben soll. Super. Also, wenn es euch gefallen hat, meine Idee, Daumen hoch. Und ja, es ihr könnt das jetzt so nachmachen. Die Ersatznummer findet ihr da im Foto zwischen den Videos. Einfach anhalten und dann abschreiben. Ich habe sie bestellt irgendwie über einen freien Markt. Ist von Febi, auch da ist die Nummer drauf. Kostet 2 Euro. Man hat eigentlich nichts verloren. Okay, gut, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.